elektrischen Feld könnte so aussehen. Ja, genau. Alter! Das ist korrekt. Speiste Gereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo, miteinander. Leute, also. Scheiße, Junge, also der KI ist so bescheuert, dass er noch einmal, aber sie will es und nicht leihen, ne? Ich nehme das jetzt gleich mal auf, weil ihr seht, ich bin nicht angemeldet. Wenn ich mich jetzt die Seite zumache, ist diese Konversation weg und ich finde, die solltet ihr mal mitkriegen. Und zwar habe ich ChatGPT 4o Mini oder 40 Mini, keine Ahnung, gefragt. Differentielle Form von der Induktion. Kennst du die Formel? Also, ich habe halt hier auf. Warte mal, das habe ich jetzt hier auf einem anderen Bildschirm. Von Wikipedia. Naja, sagen wir jetzt mal. Huch, diese Formel. Na, als erstes wollte ich die hier, die hat er, oder, wollte er gar nicht. Weil, wenn ich die kopiere und einfüge, da kommt da hier so ein Kauderwelsch raus. Und dachte ich, der kapiert das nicht. Der kapiert das aber trotzdem, glaube ich, zumindest beim Teil. Aber jetzt pass auf, ne? Also, das habe ich gesucht. Diese Formel, weil ich die mir hier nicht rauskopieren konnte. Ich hoffe, das kommt an. Da dachte ich mir, Mensch, komm, fragst du schnell die KI, ob sie mir das mal raussuchen kann, dass ich die kopieren kann, die Formel. Ich wollte eigentlich nur die Formel kopieren dann, ne? Selber schuld. So. Jetzt gibt es halt hier eine Antwort, die nicht richtig ist, weil ich ja die Formel haben will. Hier steht es ja, ne? Bitte Formel. Und dann schreibe ich nochmal, ich brauche die Formel. So, dann schreibt die differenzielle Form der Induktion wird oft bla bla bla, ne? Ob das jetzt nee, ist nicht der richtige, ne? Also keine Ahnung. Du sagst, wenn du nach einer speziellen Formel suchst, rekursiven Formel für die bla bla bla, lass es mich wissen. Ich habe doch hier oben hingeschrieben, differenzielle Form der Induktion. Ne, also jetzt gehen wir nochmal auf die Seite, noch mit der, ne, differenzielle Form, Induktionsgesetz. Also, naja, vielleicht habe ich mich ja falsch ausgedrückt. Ne? Wikipedia scheint es halt falsch zu schreiben. Aber ist egal. Kommt gleich. Ist so krass, Alter. What the fuck? Bleibt auf jeden Fall dran. Ne? Ah, ja, wenn nicht mehr egal. Genau, ne? Dann hab ich halt, brauch die Formel. Dann bitte die Formel der Integralform 1. Ne? Dann dachte ich, okay, nimmst halt eine von denen. Irgendeine muss er ja erkennen. Also, beziehungsweise er hat dann eine rausgehauen. Und das ist aber ja nicht die, die ich hier gesucht habe. Ne? Dann habe ich ja geschrieben, es war eine Formel mit E und S drin, sonst fast gleich. Also, ich meinte. Ja gut, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ne? Ich meine DS und mit E anstelle von F, glaube ich, oder so. Seht ihr dann gleich. So, also ich verstehe. Genau, Digga. Du sprichst wahrscheinlich von der Integralform der Induktion in der Form des Induktionsbeweis für Summen. Junge, ich hab's da oben klipp und klar geschrieben, was ich will. Der erste Integralform. Naja, ne? Ist aber Neuland, Hashtag Neuland, ne? Dann habe ich geschrieben, ich meinte nicht DX, sondern DS. Also das war ein Fehler von mir, ne? Und jetzt kommen wir der Sache schon näher. Danke für die Klarstellung. Du sprichst wahrscheinlich von der Integral von der mathematischen Induktion. Ja, boah, hätte ich elektrische Induktion wahrscheinlich noch hinschreiben müssen, ne? Das war wahrscheinlich der Fehler. Dann habe ich das hier kopiert und er hat wieder das ist so komisch geschrieben. Da dachte ich ja, der hätte ja gleich das von Wikipedia reinkopieren können. Ne? Habe halt jetzt das reinkopiert von ihm und habe ihm gesagt, Gleichung steht E Pfeil. Also dann sein Krempel hier für die elektrische Feldstärke. Ne? Also von Wikipedia quasi. Da schreibt man, genau. Jetzt kommen wir Sache näher. In der Elektrodynamik, ah, ich hätte Elektrodynamik oder Elektro. Elektrische Induktion hinschreiben müssen wahrscheinlich noch. Okay, mein Fehler, ne? Aber ist ja egal. Wir haben ja schon, wir haben ja schön gequatscht.
Bla bla bla, tut er jetzt wieder und da haut er jetzt raus. E ist gleich F durch Q. Erklär das hier auch nochmal. Dann schreibe ich nochmal E mit Pfeil drüber und dann noch DS, nicht DX. Ne? Auf das oben bezogen. Das hat sie auch gerafft oder hat er auch gerafft? Verstanden. Wenn du die elektrische Feldstärke E-Pfeil in Verbindung mit einem Weg DS betrachtest, dann könnte die Formel, die du suchst, etwas in der Art sein. Ne? Und das ist es schon fast. Wenn wir jetzt nochmal, wartet mal, ich muss nochmal kurz hier. Das sitzt gleich mal hier. So, also, wir haben jetzt hier D, E'. Also es geht jetzt hier um die Integralform 1. E' haben wir hier schon mal, ne? Mal. Also regt mich schon wieder auf, dass ich das nicht markieren konnte, ne? Naja, ich soll mich nicht so sehr aufregen. Ne, und hier schon das DS mit Pfeil. Ne, also der hintere Teil der Formel stimmt ja schon mal genau. Und jetzt halt nur noch, ich sehe das komische F. Oh, frag mich jetzt nicht, für was das steht. Spielt jetzt so keine Rolle, ihr werdet. So. So, dann hat es mal die Formel. Jetzt habe ich eben fast die beiden hinteren Stimmen. Davon war es eher so F0, was du oben geschrieben hast. Da habe ich quasi das hier zitiert. Ne, wenn er hier, könnt ihr dann hier auf zitieren oder antworten. Und dann weiß er, was du zitieren möchtest. Ne? Also das ist diese komische, das hat er ja vorhin schon mal geschrieben, dieses komische Formelzeichen, was du oben geschrieben hattest. Und jetzt, verstehe, was du meinst. Die Gleichung für die Arbeit W in einem elektrischen Feld könnte so aussehen. Könnte, der. Ne? Hier dann halt eben nochmal die Erklärung. Dann schreibe ich, das wäre dann fast die Integralform 1 des Induktionsgesetzes in den SI-Einheiten, Fragezeichen. Ja, genau. Alter, ne, sage mal. Also, muss man schon sagen, ne? Richtig gut, die KI, auf jeden Fall, ne? Wie gesagt, teilweise mein Fehler. Okay, ne, haben wir alle beide Fehler gemacht, aber wir haben noch einander zusammengefunden. So, und dann schreibst du, ja genau, die gleiche, die du erwähnt hast, ist halt, also sagt so, dass ich vorher schon erwähnt hat und jetzt kriegst du, naja, gut. Ne? Und hier haben wir jetzt dieses F, also minus FS E mal DS. Das ist natürlich ein absoluter Formelkrampf, ne? Aber ist ja auch wieder nicht richtig, ne? Wobei, kann jetzt sein, dass er die nochmal umgestellt hat oder egal. Also es ist ja fast die. Ne, die ist es quasi, aber mit keinem Minus. Ich hoffe mal, ich habe das dem jetzt noch gesagt. Können wir uns auf den Teil konzentrieren? Genau, hier. Da hat er jetzt ein Minus hier davor genommen. Ah, scheiße, hätte ich nochmal fragen müssen. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so wild. Auf jeden Fall, ne, klar, lass uns auf den Ausdruck blablabla konzentrieren. Ah, soll ich das jetzt alles vorlesen? Nee, machen wir nicht. Also, aber schreibt das jetzt, ihr könnt es ja selber lesen, wenn es euch wirklich interessiert, ist es nicht ganz so wichtig. So, und jetzt pass auf. Ich frage ich, wenn diese Formel zur Berechnung der elektrischen Spannung ist, warum kommt dann keine Spannung in der Formel vor? Entschuldigung. Das ist eine gute Frage. Ja. Die wurde anscheinend 100 Jahre nicht gestellt. Aber naja, darf man, oder durfte man eine Zeit lang nicht stellen wahrscheinlich. So, jetzt pass auf. Die Formel, bla bla bla, beschreibt tatsächlich die induzierte Spannung oder elektrische motorische Kraft, EMK, die entsteht, wenn eine Ladung durch ein elektrisches Feld bewegt wird. Erklärung der Begriffe, das schenken wir uns jetzt mal, könnt ihr euch. Die Spannung, die durch ein elektrisches Feld erzeugt wird, ist definiert als Arbeit pro Einheit Ladung, bla, also erklärt er noch ein bisschen. Okay, ne, haben wir nochmal die Formel da drum. In unserem Integral wird die Arbeit, die das elektrische Feld verrichtet, als, ne, und hier haben wir so ungefähr bis auf das Minus halt die Formel. So, wenn wir die Spannung definieren, setzen wir, bla bla bla, die Spannung E ist also das Resultat des Integrals. Und obwohl sie nicht direkt in der Formel steht, ist sie impliziert in der Beziehung zwischen der Arbeit
dem elektrischen Feld und dem Weg enthalten. Ne, das ist halt kurz vorm Ziel, versuch ich noch einmal rauszunehmen. Ne? So, jetzt pass auf. Laut Formel benötige ich also keine Spannung, um eine Induktion zu machen, aus der dann Spannung hervorgeht. Das ist korrekt. Digga. Die KI hat es kapiert, Leute. Ich meine, die wird es wahrscheinlich schon immer gewusst haben, ne? Aber ich glaube, naja, ich will nichts Falsches sagen. Das haben natürlich alle schon zig Jahre gewusst, ne? Sehen wir ja dann auch an der, haben wir bestimmt jetzt schon an der Umfrage gesehen. Ich nehme das jetzt vor der Umfrage noch auf, ne? Weil das jetzt gerade auch Thema in der Gruppe war. So, Zusammenfassung. Induktion ohne Spannung. Bei der elektromagnetischen Induktion wird eine Spannung erzeugt, ohne dass eine externe Spannung angelegt wird. Dies geschieht beispielsweise, wenn sich ein Magnet. Nee, warte mal. Die Änderung des Magnets führt zu einer Änderung des magnetischen Flusses, was die induzierte Spannung erzeugt. Genau, also man. Okay. Mal sehen. Ich hab's gar nicht weitergelesen, ne? Beschreibt die Spannung, die entsteht, wenn eine Ladung im elektrischen Feld bewegt wird. Das ist. Hier ist die erzeugte Spannung das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen elektrischem Fazit. Die induzierte Spannung entsteht also aus der Änderung des Magnetfelds, ohne bereits eine Spannung vorhanden sein muss. Stattdessen wird sie durch die Bewegung. Nee, das ist doch gar nicht. Moment, da müssen wir noch mal kurz. Ich mach noch mal, machen wir dann hier weiter. Warte mal, ich mach mal Pause. Okay, machen wir weiter. War wieder ein kleines Missverständnis, aber ich habe es jetzt hoffentlich, ist jetzt genau richtig. Also hat mich jetzt wieder falsch verstanden. Sie meint jetzt, dass es die Spannung ist, die in der Sekundärspule erzeugt wird. Ne? Und da schreibe ich, ne, haben wir hier Pause gemacht. Und da habe ich geschrieben, du hast mich falsch verstanden. Wenn ich in eine Spule 0 Volt und 1 Ampere induziere, wie viel Spannung kommt dann raus? Wenn du in eine Spule mit einer Stromänderung von 0 Ampere auf 1 Ampere arbeitest, dann hängt die erzeugte Spannung von der Induktivität der Spule ab. Die Beziehung zwischen der induzierten Spannung U und der Induktivität L und der Änderung des Stromes wird durch die Formel bla 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 gegeben. Ja. Um die Spannung zu bla 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 bla. Also brauche ich keine Spannung, um Induktion zu machen, sondern nur Ampere Fragezeichen. Und ich denke, das ist es. Genau. Bei der elektromagnetischen Induktion benötigst du keine externe Spannung, um eine Induktion zu erzeugen. Stattdessen reicht es, eine Änderung des Stromes in Ampere in einer Spule zu haben. Zusammenfassung, Stromänderung. Wenn du den Strom in einer Spule von 0A auf 1 Ampere änderst, erzeugst du ein sich änderndes Magnetfeld. Ist ja immer, ne? Magnetfeldänderung, Induktion. Induzierte Spannung. Diese Änderung des Magnetfelds führt zu einer induzierten Spannung in der Spule gemäß der Formel bla bla bla. Ne? Das könnt ihr. Die Spannung wird also durch die Änderung des Stromes in der Spule erzeugt, nicht durch eine bereits angelegte Spannung. Haha! Da haben wir es mal los. Also zumindest ChatGPT Version 4 noch was versteht oder beziehungsweise kann nach ein bisschen rum. Ja, also du musst es quasi schon wissen. Und musst, wie ihr seht, immer wieder korrigieren, weil ich versuche immer wieder auszuweichen. Aber jetzt konnte es ja nicht mehr weg. Oder ich habe natürlich die ganze Zeit die falschen Fragen gestellt. Ihr wusstet das ja schon immer, dass man keine Spannung braucht. Ne? Ja, ist ein Teil von vielen. Ne? Ja, wer es bis hierher geschafft hat, herzlichen Glückwunsch. Jetzt geht's los. Wir schreiben gerade in der Gruppe. Ne? Ihr hört ja gerade, das ist der Tag, Leute, hier, wo ich euch das mit der KI. Ne? Ich habe es in der Gruppe, habe ich schon mal ein paar Screenshots geschickt. Das ist jetzt nicht klein, ne? Aber ja, habe ich vor 3, 4 Jahren mal rausgefunden. Und so konnte ich auf dem Weg, weißt du, Leute, die mich verarschen wollen oder die es halt nicht besser wussten, sagen wir es mal so,
schön aussortieren. Da habe ich doch so mein Maul gehalten, weil ich war mir auch nicht sicher. Ne? Man muss es ja auch selber erstmal begreifen, bevor ich jetzt das Video machen konnte oder eben auch die KI jetzt mal herausgefordert habe, doch dann hier mal die Wahrheit auf den Tisch zu legen. Wobei, das kann man halt so nicht sagen, weil es in den Formeln ja, wie gesagt, drinsteht. Ne? Die kann ja gar nicht auf eine andere Erklärung kommen. Das geht ja gar nicht. Die kann ja nur die Formeln benutzen. Und die kann's, ne? Ja, viele Grüße an meinen ehemaligen Mathelehrer, an Herrn Edhofer. Vielen lieben Dank. Ohne den, Digga, wäre ich hier urhoffnungslos verloren, ne? Und natürlich die ganzen Experimente über die Jahre, dass du hier weißt, von was du redest, ne? Ja, aber mit der KI ist gar nicht mal schlecht. Ihr seht ja, ihr könnt hier mit ganz einfachen Worten ans Ziel kommen. Also da muss man jetzt kein Physiker sein. Es wäre schon vom Vorteil, wenn er wisst, von was er redet, wie ihr ja seht. Er hat ja auch mehrfach versucht, sich dumm zu stellen. Ne? Immer schön auf die Spannung. Ne? Das ist ja wichtig. Ja, also, ne? Also beim Bravo, da ist immer die Spannung, Digga. Ne? Wicklung ist immer egal. Digga, ich bin raus. Tschüss.